Hinter mir sehen wir den Peter Monteverdi, zusammen mit seinem ersten Auto, Monteverdi Spezial, und auch seinem letzten Auto, dem Hai 650. Wir sind im Verkehrshaus in Luzern. Hier wird heute die Halle Strassenverkehr neu eröffnet. Das ist die mit den vielen Autobahnschildern an der Fassade. Da sind sie gerade noch am fertig vorbereiten. Die Autoformgebäude gehören nicht etwa zu einer Open-Air-Ausstellung, sondern sind quasi die Ehrengäste vom Anlass. Zwei Safari, zwei Highspeed 375L und der gallische Berlinetta. Nach verschiedenen Ansprachen im Filmtheater ist es draussen auf dem Platz soweit mit der Zeremonie. Vertreter von Bund, Kanton und Partnerinstitutionen stehen hier zusammen mit der aktuellen Miss Schweiz und dem BFU-Engel Frankie Slowdown, nebendran der Paul Berger. Er hat das heute überhaupt möglich gemacht. Sie müssen alle nebeneinander herstehen und bekommen dann ein Holzauto zum Nachziehen. Wenn ich auf das Auto schaue, muss ich sagen, haben wir doch ein bisschen bessere und schönere Formen gemacht. Okay, also wir tun es nachher überprüfen. He? Der Formel 1 Rennstallbesitzer Peter Sauber gibt das Startsignal und los geht's Richtung Eingang der Halle. Aber es ist kein Rennen. Alle sollen nebeneinander fahren und gleichzeitig die Ziellinie überqueren. Alle sind Gewinner. Gewonnen hat vor allem einer, der Peter Monteverdi, der letzte Schweizer Autobauer. Seine Autos haben hier ein neues Zuhause gefunden. Das Auto hat er mit 17 gebaut. Und das war der Prototyp von seinem Highspeed 375. Den hat er ab 1967 in einer stattlichen Serienproduktion als zweisitziges Coupé, Cabrio, Vierplätzer und Viertürer gebaut. Hier neben weiteren Schweizer Automobil steht noch einer in einem schönen Blau. Mit dem Hai 450 SS hier hinter mir hat Peter Monteverdi die Schweizer Sportwagen neu definiert. Zumindest was das Design angeht. Mit seinen Klappscheinwerfern und der schnittigen Linie. Er war leider nicht ganz serienreif mit einem grossen Mittelmotor, der nicht richtig ins kleine Auto gepasst hat. Schlussendlich ist nur ein Exemplar verkauft worden. Aber er hat sich im Showroom super gemacht. Der Safari Luxusgeländewagen ist dann das erfolgreichste Modell von Monteverdi geworden. Er war weit exklusiver als der Range Rover und hat in einer ganz eigenen Liga gespielt. Viele Käufer aus dem Nahen und Mittleren Osten haben ihre Autos dann einmal mit dem Flugzeug in Service nach Binningen geschickt. Monteverdi war auch mal ein eigener Formel 1 Rennstall gewesen. Zwar nur kurz, aber die Erfahrungen aus der Formel 1 sind in das Auto geflossen. Der Hai 650 F1 war ein richtiges Rennauto gewesen. Und auch sein letztes. Der Peter Monteverdi ist 64-jährig an Krebs gestorben. Sein Lebensgefährt Paul Berger hat mit dem neuen Zuhause im Verkehrshaus dafür gesorgt, dass der Name Monteverdi weiterlebt. Ich habe ihn am Autosalon 2 Monate vorher zu einem kleinen Interview getroffen. Dort hat Monteverdi einen Stand gehabt, um Werbung zu machen für den Einzug ins Verkehrshaus und zum 50-Jahr Monteverdi und 30-Jahr Monteverdi Club zu feiern. Ich habe eine Stiftung gegründet und somit mit einer guten Lösung gefunden mit dem Verkehrshaus in Luzern. Ja. Dass die Autos erhalten bleiben, dass Monteverdi den Namen erhalten bleibt. Genau. Und wo könnten wir das schöner platzieren als dort? Das geht jetzt über ins Verkehrshaus nach Luzern. Dort werden 22 Autos permanent bleiben mit Ausstellungswechsel. Das heisst, es kommen wieder immer andere Autos dazu, die einen gehen wieder weg. So, wenn man dort hingeht, dass man immer wieder etwas Neues sieht oder die alten, neuen Sachen wieder aufleben können. Jawohl, genau, wunderbar. Sie haben jetzt, ich würde sagen, 6 der bekanntesten Monteverdi-Autos hier hergenommen. Haben Sie einen Liebling unter all denen? Das sind alles meine Kinder. Mhm. Aber das beste Kind, das ich am liebsten habe, ist der Monteverdi Highspeed 375L. Und das ist für mich nach wie vor das schönste Coupé, was es überhaupt gibt. Mhm. Zeitlos, elegant. Man muss nicht sagen, was es ist, sondern man kommt und man ist es. Mhm. Und das ist wichtig in einem Auto.
Es gibt genügend schöne Auto, moderne Auto, aber nach 2 Jahren ist es vorbei. Das Auto ist 40 Jahre alt und sieht immer noch modern und neu aus. Haben Sie auch noch ein paar Monteverdis für sich behalten? Oder haben Sie im Verkehrshaus alle gegeben? Nein, sicher nicht. Mhm. Aber ich habe noch wunderbare Autos für mich und noch schon ein paar. Und da werden wir sicher noch mal etwas Tolles machen damit. Am Schluss werden wir vielleicht noch Werbung machen, wenn ich Ihnen noch schön, das Buch darf in die Hand drücken. Ja. Kann man das immer noch kaufen? Das kann man immer noch kaufen und bestellen im Internet, auch direkt nach Billigen. Und ich muss sagen, das Buch, das ist ja die zweite Ausgabe. Wir haben ein älteres Buch, das ist jetzt das Buch, das im Dezember rausgekommen ist. Genau. Und ich muss sagen, für mich ein sensationelles Buch, weil es beschreibt genau das Leben von Herrn Monteverdi. Die ganze Geschichte Monteverdi bis zum heutigen Tag. Und das finde ich sensationell. Das Buch mit 212 Seiten und ganz vielen Fotos kann man für 87 Franken plus Porto bestellen per E-Mail an monteverdi-book@bluewin.ch.